Yo, servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr schon seht, heute mal ohne Facecam. Das liegt einfach daran, dass meine Facecam ja mit WLAN funktioniert. Ich benutze nämlich mein Handy als meine Facecam. Ja, das geht. Und ja, das geht mit WLAN. Und mein WLAN ist aktuell ziemlich im Arsch hier zu Hause. Ich hoffe, ich bekomme das die nächsten Tage gefixt, aber heute und auch auf jeden Fall mal morgen ohne Facecam. Aber ja, bald werdet ihr schon wieder mein absolut schönes Gesicht wieder sehen dürfen. Ja, was haben wir heute vor? Ich befinde mich hier auf den 6. deutschen Server, wie ihr schon seht. Und ja, eigentlich ein nicht so schönes Video, würde ich mal behaupten, denn ihr könnt euch ja noch daran erinnern, als, ja, das, wie lange ist es jetzt her? Ein Monat oder so? Als der gute Atze aufgehört hat zu spielen und nicht nur aufgehört, er hat sogar, ja, komplett die Reißleine gezogen und sogar seinen Account gelöscht. Und es hört der nächste absolute Top-Level-Spieler auf. Der, ja, Platz 6 im Level ist er, wenn es mich gerade nicht täuscht. Ja, doch, dürfte stimmen. Und, ja, er hört einfach auf. Ja, bald zumindest hat er angekündigt. Ja, ich habe rumgestöbert, wieder in meinen Listen, habe auf Servern geguckt und dann bin ich auf einen Spieler gestoßen, hier der Don Zeus. Und wenn ihr mal die Beschreibung vom Don Zeus hier durchlest, 14 lange Jahre, ein baldiges Ende für diesen Account steht bevor. Ja, Nachfolge gesucht, bei Interesse gerne melden. Macht es lieber nicht, weil das ist nicht so ganz erlaubt, Leute. Ja, Don Zeus, auch ein sehr bekannter Spieler in einer sehr bekannten Gilde in Gods. Ja, über Stufe 700, 701 hier. Und er hat angekündigt, ja, aufzuhören mit dem Spiel. Nach 14 Jahren, ja, eine echt lange Zeit, wenn man sich das mal so überlegt. 14 Jahre. Er spielt quasi Jackson Fitchell schon so lange, wie manche gerade alt sind, die das Spiel erst, ja, anfangen. Ja, also generell mal jetzt gesehen, echt schade. Ich habe das Gefühl, es hören irgendwie immer mehr Spiele auf. Ja, vor allem so Veterane. Jetzt auch mit den, ja, Fusionsservern haben auch viele gequittet. Ja, also jetzt nicht so High-Level-Spiele habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, es haben halt auf jeden Fall viele auch schon angekündigt damals, dass sie quitten werden, wenn Serverfusionen, ja, erscheinen. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, echt schade. Ich bin halt so jemand, ich ziehe durch, ich gebe mein Bestes, ja. Aber manche, ja, ich respektiere das auch, wenn manche einfach sagen, ja, nee, sie können nicht mehr, oder sie haben einfach keinen Bock mehr. Und das ist halt schon so wie eine Sucht gefühlt, sich täglich einloggen zu müssen, um halt seinen ganzen Progress, den man dann über die Jahre aufgebaut hat, nicht zu verlieren. Und ja, das, da ist auch mein, ja, vollster Respekt auf jeden Fall an all diejenigen, die dann den Mut haben und die Stärke besitzen, dann, ja, die Reißleine zu ziehen, schlussendlich, und ihren Char dann einfach aufzugeben, ja. Man muss ihn halt nicht löschen, finde ich halt zumindest. Also was Atze getan hat, ja, warum löschen? Vielleicht kommt man ja zurück. Vielleicht war das bei Atze der einzige Weg, wie er wirklich sicher gehen konnte, dass er mit dem Spiel aufhört, kann ja sein. Aber jetzt so ein Spieler wie damals Bad News Run, der hat ja seinen Char nicht gelöscht. Die Accounts gibt es alle noch. Und die kann man dann weiter, ja, begutachten. Die sind auch noch ziemlich hoch in der Ehrenhalle, auch noch in den jeweiligen Gilden, wenn es mich nicht täuscht. Weil die halt immer noch sehr, sehr stark sind, obwohl er schon so lange aufgehört hat jetzt mit dem Spiel. Ja, also löschen würde ich meinen Char niemals, wenn ich jetzt mich entscheide aufzuhören. Ich würde halt, ja, einfach nicht mehr spielen. Und man kann halt dann immer mal wieder reinstöbern, was man so alles geschafft hat in Jackson Fidget. Weil das ist ja halt auch schon, ja, das ist halt, ja, also bei mir zumindest auch schon fast mein halbes Leben, ey. Ich spiele auch schon 10 Jahre, fast im Mai 2024 werden es 10 Jahre. Eigentlich ja unglaublich, wenn man so mal jetzt überlegt, so wie lange man, ja, so ein Spiel oder allgemein ein Spiel so lange spielen kann. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schon
Shakes spielt, würde mich auch sehr interessieren. Ja, also noch mehr kurz zu Don Zeus. Wie gesagt, Level 701, ein absoluter Top-Char hier. Ja, hier ist jetzt hier die Stats auch extrem hoch. 186.000 jeweils in beiden Main-Attributen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr heftig. Ich habe natürlich wieder mal meine SF-Tools-Liste hier vorbereitet für euch. Ich sortiere hier mal nach dem Level. Nach dem Level und dann seht ihr, ja genau, Platz 6 ist der Don Zeus. Hier in Gods mit 701. Ja, also der Platz 6 im Level hört einfach auf zu spielen. Wann genau weiß man nicht, aber ja, in der Beschreibung hat das schon mal angekündigt. Und ich dachte, ja, diese Information lasse ich euch nicht oder halte ich euch nicht vor. Und ja, ist halt auch was Interessantes, aber was traurig Interessantes, sage ich mal, ja. Also, ja, wenn du mal wirklich dann komplett aufhörst, Don Zeus, dann, und falls du das Video hier überhaupt siehst, ich wünsche dir viel Glück und auf jeden Fall, ja, Respekt, dass du, ja, diesen Entschluss gefasst hast. Es gibt zurzeit nur sieben Level 700er, zumindest zum Zeitpunkt von meiner Liste hier. Ist jetzt schon 3 Tage alt. Ja, wir können jetzt auch mal allgemein nachsehen, ja, wie viele Spieler schon, ja, das Spiel aufgehört haben, halt so High-Level-Spieler. Wenn man hier mal jetzt die ganzen gildenlosen Spieler ansieht, ja, nochmal sortieren, dann sieht man das gleich. Dann, ja, seht ihr hier auf F1 670 Elgarian. Hat aufgehört mit Level 670, wie gesagt. Kragori in 669 hat aufgehört damals. Der war einer der allerstärksten Spieler. Er steigt sogar noch Ränge auf, wie ich gerade sehe. Interessant. Ja, hier ganz viele High-Level-Spieler. Hohe Level 600er. Level 682. Platz 2 auf seinem Server. S11 Tschechien, genau. Hört einfach auf, zumindest ist er in keiner Gilde mehr. Das ist echt heftig, Leute. Ja, auch Level 650er mit dabei. Ja, ich scroll mal runter ein bisschen, immer weiter. Dann könnt ihr mal so ein bisschen euch das anschauen, wie viele Spiele ab welchem Level eigentlich so das Game quitten. Das sind jetzt halt wieder die Top 50 von jedem Server, ne? Ihr wisst Bescheid. Seid ihr ja von mir gewohnt. Und ab da hört es dann auf. Ja, das gleiche kann man dann auch nochmal machen mit den, ich wollte gerade sagen Pets, aber mit dem Mount. Da gehen wir kurz wieder zurück. Und das Mount ist hier. Denn Leute, die kein Mount haben, ja, die haben auch zu 99%, denke ich mal, aufgehört. Oder sagen wir mal 95%. Denn manche, ja, machen auch diese Mount-Taktik, vor allem viele Free-to-Play-Spieler. Habe ich damals bei meinem Pilz-Guide erklärt. War, glaube ich, mein zweites Video. Man kann halt das Mount 2 Wochen tragen und dann, ja, quasi 23 Stunden ohne Mount rumlaufen und dann eine Stunde, bevor man die Quest macht, quasi eine Stunde vor Mitternacht, wieder ein Mount reinschmeißen und so könnte man erstmal halt ohne Mount rumlaufen. Aber ich denke mal, das macht fast keiner. Also, ja, da gibt es auch viele High-Level. Hier auch 664. Ja. Scrollen wir hier so ein bisschen runter. Und ja, hier auch vor allem. Ey, alter Schwede. Ja. Level 666 hier. Platz 8, Platz 9, Platz 7. Alles so richtige Top-Spieler. Ja, und die haben alle aufgehört, wie es aussieht. Wir scrollen noch ein bisschen weiter runter. Hier auch 665, Platz 4 auf seinem Server. Echt jede Menge Spieler, die hier, ja, sich entschieden haben. Auch hier Dreadnought, 676, Platz 19, die sich hier entschieden haben, aufzuhören. Richtig, richtig schade. Aber ja, so ist es halt.
Manche Spieler hören auf, aber dafür kommen auch wieder einige andere hinzu. Ja, Leute, das war es wieder mit diesem Video gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einige interessante Infos geben. Ja, auch wenn es nicht die erfreulichsten Infos waren. Aber das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.